YouTube Parcube ist da zu einer neuen Folge Far Cry 5. Wir sind unterwegs nach False End zum großen Fight. Wir probieren jetzt das Ganze zu übernehmen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein gratis Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und checkt auch auf jeden Fall. Oh mein Gott, Leute. Checkt auch auf jeden Fall die Links in der Videobeschreibung ab. Und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Alter. Das ist doch nicht mehr normal jetzt. Was wir da übernehmen müssen. Ist das Sniper oder so? Das ist ein Sniper. Das ist auf jeden Fall ein Sniper. Das sind so viele. Ich weiß gar nicht, wie ich am besten machen soll jetzt. Pass auf mich auf. Pass auf mich auf, halt den Maul, Alter. Sieht so aus, als wäre das der Leiter hier. Da. Jetzt wäre eine Waffe mit Schalldämpfer geil, Alter. Einfach nur um den Sniper auszuschalten. Stellungswechsel. Zur Hölle gehst du eigentlich hin? Auf mich auf. Weg mit dir. Ich
mal auf zu schreien, Alter. Luftunterstützung direkt. Wo ist ein MG? Ja, ich brauche ein MG, Alter. So. All's End ist befreit. Die erste größere Stadt. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens
Ach, der Marshall. Dass ich euch liebe Zukunft. Und Hafner. Oder? Ah, nee. Ah, ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Etwas Hilfe? Willst du dir den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Scheiße. Du. Sorry, hab ich nicht gemerkt. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Huh? Ich dachte, Eden's Gate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Diese Stadt hat viel durchgemacht, der Beauty. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Was sagst du? Was wollt ihr denn? Mary wird dich hier gut verstecken. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Ach, das ist der Pastor in dem Fall. Irgend so ein Typ behauptet, er hätte einen Teleporter gebaut, aber er haust in einer Bruchbude. Also ist das Blödsinn, oder? Aber man könnte ja trotzdem mal nachsehen. So, immer noch nicht mehr Geld. Gut. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. So, dann schauen wir mal. Autohaus. So, wie wird das angezeigt als mein Auto? Die Bevölkerung von Falls End ist sicher, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Egal was kommt. Das ist es zwar nicht. Naja. Bin dabei, legen wir los. Ja.
du hast mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Ein unbeschreibliches Gefühl, wieder in Fort's End zu sein. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wie du sehen kannst, sorgt John Cena für das viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Ah ja. Jetzt ernsthaft, wie wird mein Auto angezeigt? Sehr gut eingepackt. Ich hab mich schon gefragt, wann du hier vorbeikommst. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Edens Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Zeig der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gib den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Okay. So, dann gehen wir mal zu dem Typen. Kann losgehen. Es fühlt sich verdammt gut an, dass hier alles einen gewohnten Gang geht. Thank you.
kleine Peach, Alter. Ja. Leise. Hoffentlich war was Gutes dabei. Vielen Dank für die Hilfe und alles, aber ich habe ein Riesenproblem. Wir stecken hier fest. Wir stecken hier fest. Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid, die Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. So wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Was hat der Weihnachtsmann dir gebracht? Pass auf mich auf.
glauben, ich lebe. Okay, was ist also gerade passiert? Leute zu zeichnen gehört irgendwie zu ihrem gruseligen Ritual. Wer das Video bekommt, ist machtlos. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Danke. Kein Ding, Sinti. Yes. Gute Nacht, mein Freund. Achso. Ich rücke vor.
Hä? Komische Mission. Dafür geht die Mission lange.
Cassia! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Pergis. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Der Schweinepriester geben einfach nicht auf! Herr im Himmel, hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten, was sagst du? Booyah! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme! So Freunde, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und gratis Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Des Weiteren checkt auch die Links in der Videobeschreibung ab, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Far Cry 5. Bis dahin, reingehauen, euer Parcube.